Wir haben derzeit eine Überlastung des Krankenhauspersonals, insbesondere in der Pflege, aber auch in der Ärzteschaft. Wir brauchen einfach hier eine Entlastung. Es muss mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten zur Verfügung stehen, insbesondere jetzt in diesen Wintermonaten, wo die Pandemie noch immer unterwegs ist und wir darüber hinaus auch mit anderen Infektionskrankheiten zu tun haben. Also eine Entlastung für das Pflege- und das ärztliche Personal ist dringend notwendig. Wir führen so eine Art Software ein, PPR 2.0, da wird quasi gemessen, wie viel Pflege wird auf der Station benötigt und wie viel Pflege ist da. Und wo zu wenig Pflege da ist, kann dann mehr Pflegepersonal eingesetzt werden. Ist es so, dass also oft die Patienten über Nacht im Krankenhaus bleiben, obwohl das medizinisch gar nicht notwendig wäre und obwohl sie eigentlich gerne zu Hause übernachten würden. Das erlauben wir hier aber nur, wenn der Patient es wünscht und wenn es keine medizinischen Gegenargumente gibt. Der Arzt muss das erlauben. Wenn jetzt die Patienten über Nacht nicht bleiben müssen, dann sparen wir natürlich viele Nachtdienste für Pflegekräfte, aber auch für Ärztinnen und Ärzte, das ist sehr wichtig. Und dann gibt es dann noch diese Möglichkeit, dass also die Leistungen ambulant erbracht werden, die wir derzeit stationär machen. In Deutschland werden ganz viele Krankenhauseinweisungen nur deshalb gemacht, weil die gleiche Leistung zwar ambulant gemacht werden könnte, sie kann aber nicht abgerechnet werden. Das schadet den Patienten, bindet Pflegepersonal, ärztliches Personal. Das hilft eigentlich niemandem und daher führen wir das hier so ein, dass das, was ambulant am Krankenhaus gemacht werden kann, auch nicht mehr stationär gemacht werden muss. Die Hebammen verdienen die gleiche Finanzierung wie auch Pflegekräfte. Und wir haben in der Vergangenheit schon erreicht, dass Pflegekräfte auf das Budget nicht angerechnet werden. Das heißt also, eine zusätzliche Pflegekraft wird dem Krankenhaus sofort bezahlt von den Krankenkassen. Da gibt es keine Einsparungen. Die können wir dort auch nicht brauchen. Dieses gleiche Privileg, was wir für Krankenpflegekräfte schon haben, führen wir jetzt auch für Hebammen ein. In der Geburtshilfe stocken wir dort auf, wo die Geburtshilfe derzeit unterfinanziert ist und geben zusätzliches Geld, was dann sicherstellt, dass die Geburt auch stattfinden kann in hoher Qualität, sodass wir Personal entlasten, aber auch werdenden Müttern eine Sicherheit geben. Wir achten übrigens sehr darauf, dass diese Regeln auch für die Landbevölkerung gelten, weil gerade auf dem Land ist die Versorgung derzeit nicht immer so gut und das verbessern wir, indem dort eben gezielt mehr Geld angeboten wird, sodass diese Geburtshilfen dort gut finanziert sind, dass auch eine sichere Geburt möglich wird. Kinder werden in vielfacher Hinsicht hier besonders in den Fokus genommen. Gibt es immer das gleiche Budget, das heißt dieser wirtschaftliche Druck, der wird von den Kinderkliniken weggenommen, sodass die Ärztinnen und Pflegekräfte sich dann mehr auf die Medizin konzentrieren können und müssen nicht schauen, also wie kommt man über die Runden. Das schulden wir den Kindern, das war daher die erste Krankenhausreform, die wir überhaupt machen.